Ja, hallo, da bin ich wieder. Wieder mit einem Video. Ich möchte heute einerseits motivieren zum Laufen. Es ist zwar sehr feucht und auch kalt, also die kurzen Ärmel gehen nur, wenn man wirklich läuft, sonst würde ich unbedingt lange empfehlen. Und natürlich mache ich mir wie immer beim Laufen, es werden zwar die Gedanken sehr frei, aber es zentriert sich dann um weniger Gedanken, die vielleicht wichtig sind, bei mir zumindest. Und so möchte ich heute schon einladen zum heilsamen Tanzen am Dienstag, denn am Dienstag geht es weiter mit unserem momentanen Dreiteiler, Tanz der Seele. Und ja, die Seele zu tanzen ist in der Fastenzeit, in dieser vorösterlichen Zeit, schon was ganz Besonderes, weil das auch mit innerer Einkehr und mit dem Hinschauen auf meinen inneren Zustand viel zu tun hat. Und ich kann nur also erzählen vom letzten Mal, als ich als Seelen wirklich getanzt wurden, verkörpert wurden, wie Menschen dann anders aussehen, wie sich ihr Gesicht ganz sanft plötzlich anfühlt und auch so aussieht, also was vorher vielleicht so ein bisschen verbitterter war aus dem Alltag, wird dann ganz weich. Und das, was die Teilnehmer erleben und die Teilnehmerinnen erleben, das stelle ich nicht öffentlich, aber das ist wirklich wunderbar. Also, wer noch dazukommen möchte, es gibt den Dreiteiler jetzt noch und bis in die Osterwoche. Und nach Ostern starten wir mit etwas Neuem.